Das machen wir gleich. Ja, alles super. Ja, wir sind ja zu dritt. Der Allgäu-Eddy und der Schmetterling. Wir werden mal gucken, ob wir ein paar Dinos sind. Das sollte ja kein Problem sein. Gehen wir Richtung Madame zurück. Oder willst du über Lava Lake? Oh, von mir aus können wir weiter hochgehen. Okay, dann. Oder wart ihr da schon? Ne, wir sind von da hinten, von was heißt das hinten? Lava Lake. Glaube ja, von Lava Lake gekommen. Auf dem Weg waren ja zwei T-Rex. Die habe ich jetzt allerdings nicht aufgenommen. Es sollte zumindest sicher sein, Eddie. Ich wollte schon sagen, ansonsten wäre ich sehr wahrscheinlich schon, hätte ich da in der Statistik schon im Tod. Ja, also wenn wir da hinten gewartet hätten und wir hätten gesagt, okay, komm zu uns gelaufen, hättest du zwei T-Rex gehabt. Ja. Das wäre witzig geworden. Könnte interessant werden mit der 308. Munition hast du genug für deine Waffen, Eddie? Okay. Also für meine Verhältnisse habe ich richtig viel Munition. Wow. Also ich habe halt hier für die 308er 45 Schuss. Das ist nicht schlecht, ja. Ein paar Schuss für die Shotgun. Ich habe auch noch den Compound-Bogen. So, hier vorne mal direkt mal ein Triceratops. Und rechts daneben steht übrigens auch noch einer. Wesentlich. Mal gucken, wie groß und schwer er ist. 9 Tonnen. Naja, komm. Überlassen wir mal Eddie. Gleich den ersten Kill machen heute. Will den überhaupt noch nicht? Hier vorne hinterm Hügel. Der greift mich bestimmt gleich an. War so klar. Hat er mich schon direkt getroffen. Daneben. Na, wer sagt's denn? Da unten ist er. Ja, schön. Da habe ich mir jetzt auch schon mal einen. Ja, und da hinten läuft auch noch einer lang. Gucken, wie schwer ist der. 8 Tonnen, ne? Das sind sehr klein. Oh, hier vorne war auch nochmal Triceratops. Hast du eigentlich noch das T-Rex Sandland, dieses Organ? Nee, ne? Ich? Nee. Oder ich? Ah, du hast das neue. Ich habe 3 Stück. Oh, schick, ich habe wieder einen Anzeigebug im Spiel. Ich sehe den Drop-Pod
Beacon in Großaufnahme, wenn ich in Zoom Stufe 2 bin. Ziefernrohr. Er schwebt so vor mir. Toll. Versuchst du noch den anderen Triceratops? Heidi? Ja, ich bin gerade hier an, der greift mich hier gerade an. Also. Ich bin sehr wahrscheinlich gleich tot. Ich wollte gerade sagen, warte einen Augenblick, dann kann ich das filmen, wie du stirbst. Ich hab's doch gewusst. Hättest du mal was gesagt, Mensch, das habe ich die Pointe verpasst hier. Schade. Das musst du doch ankündigen vorher, Mensch. Du weißt doch eh, dass du stirbst, also sag dann auch mal vorher Bescheid. Ja, dann kann man sich sehr schön mit dem Fangglas angucken. Genau, dann kann ich in Zoom-Modus gehen und dann schön im... Echt unglaublich. Dann mache ich eine Zeitlupenfunktion draus und dann siehst du, wie er die wegfliegt, so... Genau. Hast du den Triceratops denn immer noch getötet oder hat er dich... Ich glaube nicht, der ist hier noch... nicht munter am... am Grasen, glaube ich. Beim Kleister. 700 Meter weg. Ja, willst du dich an dem rächen oder soll ich nachhelfen? Du kannst das auch erledigen, wenn du möchtest. Ach, jetzt bin ich wieder hier an dem Wasser. Sau dumm. Na, dann kommen wir in deine Richtung mal laufen. Ja, ich muss ja mein Zeug holen. Er ist tot. Ich habe sonst nichts. Stimmt, nee, muss der doch herkommen, ja. Hätte ich gerade nicht dran gedacht. Vier Treffer von dir. Leber, Magen, zweimal Schädel, einmal Herz, einmal Schulterblatt. Ja, mit dem Bogen, oder? Alles mit dem Bogen, ja. Naja, die Treffer haben nicht viel sonderlich Schaden gemacht, ja. Weil ich habe 75% dem Schaden gemacht. Bisschen, die waren nicht wirklich gut gesetzt. Ja. Ich sehe gerade, ich habe ja auch den Bogen dabei. Den normalen. Kann ich den ja auch mal nehmen. Das sieht sehr interessant aus, wenn du damit so in die Luft schaust. Ich glaube auch, ja. Ich verrenke ihn bestimmt vor dem Rücken. Ja. Rückgrat gebrochen. Ich weiß gar nicht, kann man das nicht angucken, wenn man eigentlich... Ja, Tatsache. Du kannst F2 drücken währenddessen. Scheiße, sieht das aus. Also mein Rückgrat ist definitiv kaputt. Oh mein Gott. Sparta! Ja. Okay, dann warten wir mal hier auf Eddie. Zwei Treffer vom Triceratops. Naja, der hat mir einmal hat er mich erwischt. Da habe ich gedacht, okay, vielleicht kriege ich ihn ja doch noch, bevor ich einen Heilspray nehme. Aber es war wohl nicht so wirklich die klügste Idee. Schon wieder hier falsch gehen, oder? Ah, könnte gehen. Hast du denn eigentlich so ein Drop-Pod-Signal noch? Ich glaube, ich hatte welche, ja. Zwei Stück, glaube ich. Ja, dann wäre es ja nicht verkehrt, wenn du demnächst dann, wenn du wieder so die Ahnung, auch so den Spur einer Ahnung hast, dass du stirbst. Also. Wieder so ein Ding setzen. Denn dann brauchst du nicht
ewig weit laufen. Weil du spawnst ja dann immer genau an der Stelle, wo der Blick gesetzt wurde. Kommst du da hoch, wo du gerade bist? Ja, ich bild mir ein, ich bin hier schon mal, ja genau, bin hier schon mal hochgegangen. Es ist ein bisschen knifflig, weil hier oben ist so eine Kante, da muss man drüber. Ja, es gibt zu da in der Gegend da so eine Stellen, wo man hochkommt, ja. Aber ich bin meistens durch den Ausgang gelaufen vorne. Ich habe hier gerade ein bisschen ein Utah-Problem. Also mal gucken, wie viele das sind. Ich glaube, es sind mindestens zwei. Deine Leiche hast du dir markiert, ne? Nee. Okay. Aber wäre vielleicht Sinn, wird vielleicht Sinn machen, einen Moment. Na, ich hab's mal gemacht. Ich komm nochmal in deine Richtung am besten. Bevor wir ewig rumstehen. Ich hatte gestern auch einen ganz interessanten Bug. Die Büsche sind 1 Meter meiner Nase aufgetaucht und dann bin ich die ganze Zeit reingelaufen. Die Giftbüsche? Ja. Ja, das ist ein Grafikkartenanzeige-Bug, glaube ich. Hast du Anti-Aliasing oder irgendwas hochgestellt? Eventuell? Höher als vierfach, zweifach? Da gibt es auch diese Grastextur-Bug, nächstes Mal, wo dann so eine grauen Kanten um die Pflanzen hier drumherum sind. Immer. Das Spiel hat irgendwelche Probleme halt mit Anti-Aliasing. Ben Kleist, der bleibt mir bloß vom Leib. Wo ist er? Ich sehe dich nicht, mein Freund. Ich höre auch Uta. Ja, es sind mehr. Ja. Ne? Nein! So, schnell geht's. Ja, Louis definierte jetzt die Sache. Nein, nicht doch. Oh! Ja, der erste hat mich schon ganz schön angeknabbert und ich habe mal wieder keine Ding gekauft. Kein Heiltrank. So, wo bin ich jetzt eigentlich? Ist der tot, ja, ne? Ach, ja, der ist tot. Habe ich gerade mit ganzen Schatten da im Busch nicht gesehen, ob der umgefallen ist. Und der andere ist geflüchtet. Andere Richtung? Ne, da ist er. Rennt aber weit weg von mir. Der rennt auf dich zu. Da kommt der Neuner. Hey. Na, was mit dem? Der wollte nicht umfallen oder so?
Musst du mal gucken, wo ist denn der Eddie? Der Eddie ist jetzt. Wie, jetzt bist du da? Ja, hinter euch. Ja. Was ist denn das? Ich bin schon mal vorausgegangen in Richtung Madame. Wir sind ja aneinander vorbeigelaufen. Quasi. Ja, ja, genau. Ich guck gerade, denke mir so, wo ist der denn? Musst du noch hinten zu deinem Beute da, wo an der Klippe? Ja, oder? Ja, genau. Ja. Okay. Der liegt jetzt da, ich bin gleich da. Da kann ich mein Zeug holen und dann weiß auch nicht, wo wir dann hinwollen. Soll ich zu euch kommen, oder? Na, du musst ja eh nochmal da in die Richtung, wo du gerade bist, weil du hast doch da auch noch deine Ausrüstung. Oder hast du die schon mit dir jetzt? Achso, nee, da vorne, wo ich gerade gestorben bin, da waren bloß 10 Schuss Backshot drin. Also das noch nicht mal, weil ich ja... Na gut, dann sammel mal du deinen den erste also Leiche ein und ich sammle mal den zweiten ein. Nicht, was da in der zweiten drin ist, das kann nicht viel sein, weil ich habe ja schon ein paar Mal geschossen, was weiß ich, 5-6 Schuss und gut. Na, dann nehme ich den Rest mal mit. Ein guter Weg da noch. So, 5 Backshot kann ich mitnehmen. Passt. Dann kommen wir wieder in deine Richtung. Mensch, ist das ein Hinterher hier? Ich höre das schon wieder und da. Ja, egal. Also, werden wir sehen, ob er uns folgt. Das mach ich. Dann werde ich mal die Shotgun wieder ausrüsten. Mal ein bisschen Backshot verballern. Könnte ich auch, ich habe gerade noch Slack drin. Tritt sehr am Moppel. Ah ja, ihn interessiert nicht, ob ich auf ihn schieße. Immer noch nicht. Muss man nicht verstehen. Nee. Das stimmt wieder wegen Koop. Also wenn ich alleine spiele, habe ich das nicht, aber es ist immer nur Koop irgendwie. Ja, dann, ich spiele fast immer Koop. Seitdem die da irgendwie die Server Cloud irgendwie eingerichtet haben, habe ich eigentlich vermehrt diese Fehler. Vermutlich die gleichen Server, wie sie für so Hunter benutzen. Na, der Mutter kommt doch hinterher, wa? Aber nichts zu sehen. Ein Pilz, ich nehme den Pilz mit. Gibt ein bisschen Lebensenergie. Ich habe das Gefühl, dass das Viech mich gleich von hinten anspringt. Werden wir dann ja sehen. Ich werde es spüren. Ja. Ich meine, so weit sind die ja. Beziehungsweise ist ja noch eine Ecke hinter uns. So schnell kommt der ja nicht hinterhergelaufen. Der läuft ja auch normal. Wenn wir ein bisschen sprinten, dann kommt er nicht hinterher eigentlich. Hatte ich letztens auch wieder, bin ich gestorben und irgendwo übers freie Feld gelaufen und irgendwo aus dem Wald kam direkt ein Uta-Raptor in meine Richtung gelaufen. Als wenn er gewusst hat, dass ich da bin. Hätte aber eigentlich nicht sein dürfen. Ja, das gab es auch mal einen Bug, da hatten die Viecher so eine Art Auto-Aim. Genau, das ist jetzt irgendwie immer noch. Zumindest ab und zu. Ja, manchmal. Also ich selber hatte es bis jetzt öfters mal bei Rexen, dass ich einmal auf den geschossen habe und ein anderer die ganze Zeit und der trotzdem die ganze Zeit mir hinterhergerannt ist. Genau, so wie eben halt bei dem einen. Ja. Naja, das ist schon bekannt, ja, leider. Gut, dann laufen wir da wieder in die Richtung, wo wir eigentlich hin wollten. Ist aber auch alles kompliziert heute hier. Ich bin nicht schuld. Nein. Warum einfach, wenn es auch kompliziert geht?
wir muten unseren Zuschauern hier wieder Sachen zu, ey. Schlimm, 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 schlimm. Denken sich auch so, meine Güte, können die sich nicht immer ordentlich spielen? Die laufen aneinander vorbei, was macht ihr denn da? Regnen tut es irgendwie auch die ganze Zeit, oder? Ja, gibt's. Vorher hat es schon geregnet, wollen wir. Hab schon ganz nasse Füße. Ja, aber ich sag auch immer, wenn jemand ein Spiel will, wo es schlechtes Wetter gibt, soll er sich das Spiel kaufen. Da gibt es nur schlechtes Wetter. Prinzipiell. Man kann auch nach London fahren, das kommt aufs Gleiche drauf. Ja, gut. Kostet halt ein bisschen mehr. Was sagt denn eigentlich die Uhrzeit? Wir haben 23 Uhr gespielt, okay. Ja, wenigstens wird es hier auf dem Planeten nicht stockdunkel. Schade eigentlich. Das wäre noch ein sehr interessanter Faktor. Dann hätten sie aber noch Nachtsicht, wie sie einbauen müssen. Ja. Oder Taschenlampe oder eine Waffe. Irgendeine genau, Lampe halt. Taschenlampe, genau, dass dann nachts nur die Augen leuchten von den Viechern. Oh, das wäre geil. Dann guck dich außen weiter so 6 Paar Augen an, denkst du so, hallo, Utas. Die Szene kenne ich doch irgendwoher. Ja. Halt nicht. Kritters oder Gremlins oder so. Kritters im Urwald. Ja, oder like Jurassic Park, wie los? Aber dann, ich finde, die hätten auch irgendwie wirkliche Save Points einbauen können, wo du nicht nur vor so einen großen Viechern sicher bist, sondern allgemein sicher. Mal so ein Gebäude in der Map verteilt, irgendwie so kleine Bunker oder was ich. Naja, eine so eine Hauptbasis, wie so ein Hunter da in dem Free-to-Buy-Game oder wie das sich nennt. Ja, da gibt es auch sowas wie ein Lager, wo du dann dich ausrüstest irgendwie und dann losgehst, glaube ich. Sowas fehlt halt hier auch, aber dazu ist die Map eigentlich schon wieder ein bisschen zu klein. Es regnet und regnet, Mensch. Und gewittert. Ja. Und keine Triceratops. Irgendwo müssen die noch sein. Ich hatte letztens ein Spiel mit einem Kumpel, da haben die Rexe auch wirklich teilweise Rudel gebildet mit 3-4 Stück. Echt? Ja, das ist echt ätzend. Ja. Vor allem, wenn man direkt daneben steht. Dann ist es nicht so, wenn die wie so Pärchen sind, wenn die dann so ein bisschen locker voneinander sind, so 100 Meter oder so, sondern die sind teilweise in Abständen von 20 Metern da gestanden. Naja, das hatten wir auch 1-2 Mal schon gehabt, aber es kommt bei mir eher selten vor, Gott sei Dank. Ich hatte ja irgendwann mal einen Screenshot hochgeladen, wo irgendwie 3 Rex auf dem Bild waren, wo wir da zu dritt gespielt hatten mit Dennis und den anderen Leuten. Wow, es hat aufgehört zu regnen. Ja, ganz toll. Obwohl, es regnet immer noch. Ja, es nieselt. Oh, ein T-Rex, ey. Hat jemand Hunger? Nein. Ja, ich nehm's mit. Ich brauche Lebensenergie. Och, Müll. Da haben wir eine Spur von einem Triceratops. Wo ist denn das Ei? Hier. Wo ich? Genau hier. Oh. Der Lichtbug. Wir haben ja Ostern, also nehmen wir auch die Ostereier mit, alle, die versteckt sind. Mhm. Naja, da vorne war eigentlich auch ein Gelege, wo wir vorhin da drüben waren. Da war ein Gelege von einem Utah mit 3 Eiern. Ah. Ja, jetzt habe ich fast volle Lebensenergieleiste. Bei einem Utah-Gelege hätte ich mir auch weniger Sorgen gemacht.
Also wenn du ein Ark, ein Ei klaust von Dino, ist das eine ganz schlechte Idee. Der verfolgt dich dann und killt dich. Echt jetzt? Ja. Ist ja auch ein normales Verhalten, ich meine, wenn die Eier geklaut werden. Ja, ist mir noch nie aufgefallen. Ja, sollte man gerade als Anfänger dann tun dies lassen, wenn man gerade startet das in der Küste. Ja. Oh, guck mal, ein Ei. Du, ein Dodo ist ja okay, aber die Lophosaurier oder Twike oder Bronto, ganz schlechte Idee. Bronto. Ja. Wenn man mal ein bisschen größeren Hunger hat. Wenn ich mir überlege, wie groß schon ein Straußenei ist. Na, das Bronto-Ei, da kannst du dich reinhocken. Ja, ganz ehrlich, das sind die Eier in Art ein bisschen untertrieben. Ja. Zumindest was Größe angeht. So, ich versteck mich da drin mal in einer halben Eierschale. Von 10 cm Höhe. Ja. Ich bin der kleinste Mensch der Welt. So, ne, so werden die bei Madame angekommen. Wie lange hat's gedauert? 10 Minuten Verspätung. Mal gucken, was in den Kisten drin ist. Ja. Compound-Bogen ist hier drin. Und 4 Pfeile. Denke mal dann für Eddie, oder? Ich weiß nicht, wenn das niemand möchte, die Pfeile. Also den komm. Ich würde den mitnehmen, wenn es okay ist. Ja. So, dann gucken wir mal die anderen Kiste noch. Da sind dreimal Slack. Schuhe und T-Shirt, aber hast du ja schon. Ah, okay. So, dreimal Slack, ich nehme die mal mit. Und eine Shotgun ist halt noch drin. Könnt ihr euch ja schon mal überlegen, in welche Richtung wir laufen wollen. Werden wir an der Stelle mal eine Pause machen. Wir sehen uns dann in der nächsten Folge wieder. So, musste mal sein.